Ja, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir, Mega Game Freak 17. Ja, diesmal geht es jetzt hier um das Olympia-Event Teil Nummer 2. Ja, fange ich jetzt mal an. Zum Anpflanzen gibt es wieder einmal, also wieder mal ein Pflanze, nämlich die Erbse diesmal. Wartet mal kurz, ich schau mal nach, wie viel man jetzt hier benötigt. Ja, ich habe jetzt mal nachgeschaut und man braucht 13.450 Erbsen. Ja, aber es ist nicht nur ein Anpflanzevent. Das finde ich einmal sehr gut. Es ist auch ein, also droppen wird nichts. Aber man muss abgeben. Ich habe hier mal die Erbsen schon angepflanzt. Und hier auch neu. Event Timer. Sieht auch sehr schön aus und hier, wie viel noch ist, also finde ich sehr schön. Ja, 119 Stunden hier noch, also ja, könnt ihr euch ausrechnen, wie lange das hier dauert. Dann gehen wir mal hier in die Stadt, in die Farmhalle, da spielt sich das ab. Ja, hier erste Stufe gleich einmal, liefere Waren im Gegenwert von 10.000 Moospenny. Das können wir jetzt hier einfach einmal leicht machen. Hier das neue Layout von der Scheune. Ja, finde ich recht okay. Ja, dann hau ich hier einfach einmal zweite können wir auch hier gleich machen. Ein paar Ahornsäfte. Ja, bekommt ihr Susi Superdünger und Salz. Ja, jetzt bin ich beim nächsten Level auch aufgestiegen. Jetzt bin ich Level 80. Jetzt habe ich nicht nachgeguckt, was ich jetzt bekommen habe. Ja. Ja, also wirklich lustig hier jetzt in dem Video Level 80. Ja, ich sehe jetzt. Jetzt fehlen mir hier wieder. Ja, ich will es gar nicht wissen. Also total übersehen hier jetzt. Auch interessant. Bei mir leckt das heute alles so. Also. Keine Ahnung. Ist das bei euch auch so? Würde mich mal interessieren. Ja, keine Ahnung. Level 80, schöne Zahl. Kann ich jetzt den Pore, habe ich jetzt hier nachgeguckt. Also, wo waren wir? Ja. Dann nächste können wir auch noch machen. Mandeln, die brauche ich ja nicht zwingend. Ja, wieder Susi Super. Dünger, Salz, EP. MP und Sternchen. Ja, und hier geht's dann los. Da werden dann die ersten Pflanzen benötigt, nämlich Erbsen. Ja, mal schauen. 30 Hühner kann ich ja mal jetzt schon mal im Vorhinein abgeben. Ja, hier seht ihr auch wieder die beginne die Questreihe von vorne für 35 Tulpgulden. Also, wenn man da jetzt so viele Erbsen braucht, das ist Schwachsinn, finde ich. Die, was wollen, können das ruhig tun. Ich werde es auf keinen Fall machen. Und ja, es gibt keine Items, das finde ich einmal sehr schade. Gibt jetzt hier nichts Berauschendes. Also, es ist hier nicht wirklich zwingend mitzumachen. Aber die Sternchen, und da gibt es ja, habe jetzt 39 Sternchen für den Spa-Manager. Ja, was ihr braucht, das stelle ich hier in die Videobeschreibung auch. Könnt ihr auch nachlesen auf farmflüsterer.de. Ja, was gibt's sonst noch? Es ist einiges Neues. Hier lag zum Beispiel, ich glaube, früher wurde hier nachgefragt, ob man es wirklich abreißen will. Ist auch neu. Dann die erste Verlosung von der großen Sommerverlosung ist, glaube ich, auch heute. Wie die Gruselnacht, die startet um 15 Uhr. Die XL-Gruselnacht dauert jetzt 2 Tage. Ja, da werden sich einige sicher freuen. Überlege auch, ob ich 2 Tage das hier machen soll, weil zwingend ist mir jetzt das nicht hier. Ja, sonst eigentlich alles beim Alten und... Ja, und sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Video.